Der Verein Ponte Coe hatte am 11. September Grund zum Feiern. Und das in mehrfacher Hinsicht. Zum einen besteht der Verein seit nunmehr 18 Jahren, zum anderen wurden die Räumlichkeiten erweitert und zum dritten stehen die 50. konduktiven Förderwochen kurz bevor. Wir wollten die Gelegenheit natürlich nutzen, auch den Partnern, die uns seit Jahren begleiten, hier ein Dankeschön zu sagen. Denn es ist, glaube ich, klar, ohne Partnerschaft würde es den Verein nicht geben. Und deshalb also beide Dinge miteinander verbinden, uns freuen auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben und Danke sagen für das, was wir an Unterstützung bekommen haben durch unsere Partner. Das ist heute das Ziel unserer Veranstaltung, unseres Tag der offenen Tür. Ein Jubiläum ist auch immer eine gute Möglichkeit, einmal zurückzublicken auf das, was Ponte Coe ausmacht. Wir haben begonnen in Bad Kösen, sind dann hier umgezogen nach Weißenfels, haben immer wieder auch Partner gewinnen können, die uns begleiten. Seit 18 Jahren haben wir über 900 Kinder, die wir hier im Verein betreuen durften und ein Stückchen begleiten durften. Und das zeigt eigentlich auch, dass wir mit unseren Aufgaben genau richtig sind und unser Ziel weiter verfolgen, nämlich schwerstbehinderten Kindern ein Stückchen Selbstständigkeit zu geben und ein Stückchen begleiten in Richtung gesellschaftliche Integrität. Das ist, glaube ich, eines der Hauptziele, die wir hier vorhaben. Die Therapieform für Kinder mit zerebralen Schädigungen des Gehirns beruht auf András Pethő, einem ungarischen Neurologen, der dies in den 1950er und 60er Jahren entwickelte. Die Patienten werden ganzheitlich gefördert, um das durch die Hirnschädigung hervorgerufene Lernhindernis zu überwinden. Die Therapiezeit ist erstmal von morgens 9 Uhr bis nachmittags 15 Uhr, also 6 Stunden am Stück. Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für die Kinder, die sie auch an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringt. Aber die Kinder nehmen diese Anstrengungen schon mit großer Freude und Gelassenheit auf sich, weil hier etwas wirkt, das auch Bestandteil der Pethischen Idee ist. Diese Gruppendynamik, die sich entwickelt, einer will dem anderen es gleich tun. Über diesen Weg lassen sich auch solche Erfolge durchaus immer wieder feststellen, die wirklich so beeindruckend sind, dass man sagt, ja, die Therapie als solche ist wirklich etwas, was den Kindern den Weg ebnet. Ich nehme nicht den Stoß, sondern ich sage, du musst auf deine Beine stehen und du kannst das schon alleine machen. Und deshalb ich versuche so altentsprechend, spielerisch und dann in diesen Rahmen sage ich nicht, dass jetzt üben wir Hocke gehen 10-mal oder 100-mal, sondern wir sammeln zum Beispiel jetzt Federn aus auf dem Boden und weil wir spielen Frau Hulle Märchen und natürlich die Kinder sind gut motiviert und das ist nicht Turnen, das ist ein Spiel. Wir sind sehr zufrieden. Emil hat halt riesige Fortschritte gemacht. Bei seiner allerersten Pethö-Therapie hat man ihm sozusagen vom Krabbeln an die Vierpunktstützen gebracht und mit jedem Block ist immer besser geworden, über die Einpunktstützen hin bis jetzt, dass er sozusagen frei läuft. Man hat so mit anderthalb Jahren, als er anderthalb Jahre alt war, die Prognose erstmalig gestellt und dann hieß es sozusagen, hier ist der Katalog, Sie können sich mal einen Rollstuhl aussuchen. Und er wird sozusagen nie laufen, er wird immer irgendwie im Rollstuhl sitzen. Und wir haben bisher noch nie einen Rollstuhl gebraucht und werden, denke ich, auch keinen brauchen. Wir sind zum ersten Mal da, die Fortschritte sind deutlich sichtbar, er ist viel stabiler geworden, was sein Gleichgewicht angeht. Er kann das Gewicht, sein Körpergewicht viel besser auf die Beine verlagern, kann Vertrauen aufbauen in der Richtung, meine Füße tragen mich. Er ist mit Vierpunktstützen hier reingekommen und jetzt beginnt er an Einpunktstützen zu laufen, beziehungsweise mit einer Vierpunktstütze bloß noch. Also auch dort ist es mächtig vorangegangen. Wir sind sehr zufrieden. Diette ist ein ehemaliges Frühgeborenes und das verlief alles nicht ohne Komplikationen. Da lag sie 4 Monate circa in der Uni in Leipzig und zu dem Zeitpunkt wusste keiner, was halt direkt mit der Diette wird. Wir sind jetzt zum 2. Mal hier und Diette hat im März diesen Jahres riesen Fortschritte gemacht und wir sind der Meinung, dass das genau das Richtige ist.
um die Jette dahingehend auch zu fördern, dass sie die Selbstständigkeit fürs Leben, was das Laufen betrifft, auch bekommt. Drei Beispiele von sehr vielen. Doch der Verein ist nicht nur in den eigenen Räumen aktiv. Und zwar beteiligt sich Pontekö wie schon in den letzten Jahren auch dieses Jahr wieder am Run in Rohl, am Rollstuhlmarathon. Und wir sind dabei, Läufer zu aktivieren. Und vor allem der Sinn des Termines heute ist, dass die Läufer dann schon mal in Kontakt mit dem Rollstuhl kommen. Ja, ne, weil das ist ja schwierig, jetzt so Rollstuhl zu schieben. Man muss mit den Füßen aufpassen, man hat nur den Raum zwischen den Rädern, wo man treten kann. Man kann auch keine Langschritte machen, sonst stößt man ja den Rollstuhl an. Und das Wichtigste ist ja, dass man den der da im Rollstuhl, entweder eine Frau oder ein Mann da drin sitzt, dass die Spaß dabei haben, viel Wind mitkriegen von der Sache her. Und da ist das ja im Mittelpunkt eigentlich. Frank, du bist gut gerüstet. Was nicht so toll ist, ist heute das Wetter. Wie schaut es aus? Alles bestens? Alles gut? Alles gut, alles bestens. Wir sind guter Laune und von dem Wetter lassen wir uns sowieso nicht umbringen. Weißt du doch. Es geht gleich los. Wie sieht jetzt dein Part aus? Also mein Part sieht so aus, dass ich im Rahmen unserer Staffel beginne mit dem Steffen Koch zusammen. Wir werden die ersten 5 Kilometer sozusagen überwinden mit unserem Partner im Rollstuhl, mit Rando. Und danach übernehmen die nächsten, sodass wir letztendlich irgendwann einmal glücklich und zufrieden in Halle ankommen, im Ziel. Der Lauf um die Anerkennung der Therapieform geht allerdings noch ein ganzes Stück weiter. Nach wie vor ist PETÖ nicht im Katalog der Krankenkassen gelistet. Ja, wo soll es hingehen? Wir wollen natürlich 25 Jahre feiern. Wir wollen ganz, ganz fester Bestandteil bleiben hier im Burgenlandkreis, hier in Weißenfels. Wir wollen unsere Aufgabe weiter vollziehen, weil ein Ziel ist natürlich ganz wichtig, dass wir die finanzielle Last der Eltern ein Stückchen nehmen wollen. Denn so eine Therapie kostet natürlich auch Geld und da braucht man natürlich auch Verbündete in der Kommunal-, in der Landespolitik. Und das ist ein weiteres Ziel, nämlich eines Tages auch verkünden zu können, dass diese Therapie auch mal in den Leistungskatalogen der Krankenkassen mit aufgenommen wird.